Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspielfreunde zu Baldur's Gate 2 Shadows of Amn. Ja, wir sind immer noch im Unterreich, in der Dwarfstadt, in der Taverne und können uns dort mal mit Leuten unterhalten, die Namen haben. Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Nee, wir doch nicht. Wir erzählen uns Geschichten, Weibchen von unseren Heldentaten und über unsere Vergangenheit. Das ist ein alter Brauch von Ustnatter. Etwas, mit dem ihr nicht vertraut seid, Nasadran. Erzählt mir etwas über die Geschichten von Ustnatter. Dann erzählt mal von euren Heldentaten. Vielleicht könntet ihr mir ein paar Fragen beantworten. Erzählt mir von euren Heldentaten. Zu meiner Zeit habe ich viele abgeschlachtet, Weibchen. Also stellt eure Frage nicht so, als ob ich das nicht hätte. Ich bin so kampferprobt wie jeder in der Kämpfergesellschaft. Ich nahm teil an einem glorreichen Rennen vor 100 Jahren, als eine Höhle, die zur Oberfläche führte, gefunden wurde. Ich half während der Jagd dabei, die Ansiedlung zu überfallen. Viele jämmerliche Menschen fielen in der Erinnerung von Ustnatter unseren Klingen bei diesem Rennen zum Opfer. Ich stieß auf einen Orf der Unterrasse, die man als Halblinge kennt. Die winzigen Würmer liefen in alle Richtungen davon. Ich habe alle gejagt, bis heute habe ich ihre kleinen Schädel aufbewahrt. Das Rennen dauerte eine Woche, bis die Menschen ihre Verteidigungskräfte antreten ließen. Die Menschen brachten den Tunnel zum Einsturz, doch eines Tages werden wir einen anderen finden und ich bete darum, wieder bei den Dwarf dabei zu sein, die an dem Rennen teilnehmen werden. Ich verstehe, was ist mit der Stadt? Was könnt ihr mir über dessen Geschichte erzählen? Etwas von der Geschichte der Stadt, hä? Ja, ich nehme an, ihr wisst nichts darüber. Man ist halt nur von unwissenden Herumtreibern umgeben. Wisst ihr zumindest, welche Rolle Ustnatter bei den großen Teilungen gespielt hat? Große Teilung? Bah. Seid ihr vollständig bar jedem Verstandes? Eure Hausmutter sollte gründlich verdroschen werden, dass sie euren Unterricht so sträflich vernachlässigt hat. Als die magischen Kriege den Zusammenbruch von Berinden verursachten, der großen Höhle, die einst den Zwergen gehört hatte, wurden die meisten Drow darin zum Tode gequetscht. Nur ein paar Auserwählte überlebten. Bomben von Dwarf flohen aus den Trümmern in jede Richtung und suchten nach neuen Festungen, um ihre Machtposition wieder aufzubauen, während sie von unserem Feind überfallen wurden. Das war die große Teilung, Dummkopf. Ustnatter war vor dem großen Krieg unberührt geblieben und Horden von Dwarf kamen auf der Suche nach Schutz in unsere Mauern. Sauger und Augentyrannen folgten und versuchten, sie auszulöschen. Ja, ein Jahrhundert lang führten unsere Feinde unablässig Krieg gegen uns. Doch die Mauer von Ustnatter hielten und wir drängten unsere Feinde in einen erbarmungslosen Sieg zurück. Danach verließ ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg ruhig, von Keldon. Ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Danach verließen viele der Drow Ustnatter, um größeren Lebensraum und erträglichere Quellen zu plündern und zu finden und gründeten dabei unter anderem euer geliebtes Shed-Nassad. Es gäbe heute kein Shed-Nassad, wäre nicht die Mauer von Ustnatter gewesen. Das ist die Rolle, die Ustnatter bei der großen Teilung spielte. Vergesst es nicht. Darf ich euch etwas fragen? Ich erzähle meine Geschichten so, wie ich es will und lasse mich nicht von euch dazu auffordern. Wenn ihr geistlose Fragen stellen wollt, so belästigt jemand anderen. Das werde ich tun. Ja, genau, geht. Okay. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Hehe, seid ihr jemand von denen, die eine Zuflucht vor Shed-Nassad suchen? Nicht wahr? Weibchen, ich werde keine meiner Geschichten mit jemandem wie euch teilen. Ich habe mich die Tentakel aus dem Gesicht von Verschlingenden gesägt, die Zähne aus dem Mund von Menschenbabys erbeutet und Dolche in die Augen eines Augentyrannen durch selbst gestoßen. Aber diese Geschichten sind zu viel wert, als dass ich sie mit euch teilen würde. Nehmt fort mit euch, teilt eure miese Gesellschaft mit jemand anderem. Nur ein toter Oberwäldler ist ein guter Oberwäldler. Ah, ich habe euer Kommen nicht bemerkt. Meine schwachen Augen werden mir wohl bald eine Klinge in den Rücken einbringen. Ich sollte daheim sein, um ordentlich zu sterben, wie es sich für einen alten Dwarf gehört, und mir hier nicht so oft Geschichten anhören. Ja, habt ihr einige Geschichten zu erzählen? Ich habe viele Geschichten über meine Vergangenheit, aber ich habe sie so oft erzählt, dass ich meine Worte nicht mehr wiederholen möchte. Lasst die jüngeren Dwarf prahlen und sich auf die Brust klopfen, wenn sie wollen. Kann ich euch eine Frage stellen? Nur zur Frage, wenn ihr etwas wissen wollt. Ich denke, ich bin alt genug, um still zu sitzen und ein oder zwei Fragen zu beantworten. Erzählt mir von Lolf. Ah, ich werde nicht viel über die Spielenkönigin erzählen. Lolf ist sehr stolz und sie regiert ihre Städte mit wachsamem Auge. Wenn ihr nur etwas Verstand habt, solltet ihr niemals die anderen Götter erwähnen. Andere Götter? Genau, Verun, der Gott der Diebe, und Gaunadauer, der Schleimgott der Kavernen, gehören zu ihren größten Feinden. Und da ist natürlich noch Elistre.
Die dunkle Zofe ist eine gute Gottheit für unsere Art, wenn es so etwas gibt. Sie versucht uns von unserem Pfad der Dunkelheit abzubringen, wenn ihr versteht. Ha, aber solche Götter haben nur wenig Anhänger unter den Dwarf. Lolf ist vorherrschend. Die Spinnenkönigin ist eine eifersüchtige Göttin und nimmt alle Anbetungen für sich selbst in Anspruch. Die meisten Dwarf werden den Namen anderer Götter aus Angst vor Vergeltung nicht einmal zu flüstern wagen. Ich für meinen Teil bin zum alt, um mir noch solche Sorgen zu machen. Aber das wisst ihr sicher alles schon. Ich habe doch nichts gesagt, das nicht jeder Dwarf weiß, oder? Verzeiht mir meine Langatmigkeit, wenn ihr könnt. Ja, fragt mich. Erzähl mir etwas vom Haus des Pada. Ein starkes Haus, dessen Zweige ihr auch in den anderen Städten und nicht nur in Ustata finden werdet. Viele große Familien haben ihren Ursprung hier in der ersten Stadt. Des Pada steht hoch in Dolzgrund, und viele sagen, dass sie selbst an die Spitze sich selbst an die Spitze setzen möchte. Aber solche Pläne sind mir nicht bekannt. Ja. Wisst ihr etwas über Fähre und Solarfähne? Oh ja, die Tochter des Hauses des Pada und der Kommandeur der Kämpfergilde. Oh ja, die beiden gibt es auch. Über die beiden gibt es auch eine Geschichte, falls ihr die noch nicht anderswo gehört habt. Man munkelt, dass die Tochter Fähre eins große Stücke von diesem Solarfähne hielt und das nicht nur in seiner Eigenschaft als persönliches Männchen, wie es Lolf vorschreibt. Sie hat sich nicht nur seiner bedient und ihn dann verstoßen, wie es die Aufgabe des Weibchens sein sollte. Man sagt, dass Fähres Gefühle für den Kommandanten in der Tat sehr drau untypisch waren. Die Mutteroberin des Despada war höchst ungehalten über die Schwächen ihrer Tochter. Und was dann geschah? Wer weiß, es ist offensichtlich, dass sie einander nun nicht mehr nahestehen. Tatsächlich wäre der Kommandeur nun eine drinne, wäre da nicht seine Stellung in einem anderen Haus von hohem Rang. Ja. Wisst ihr etwas über Drachen? Ich kenne nur einen Drachen, der nahe den Kavernen des Unterreichs haust, und das ist Edelon. Das ist ein Seeberwesen. Sie wurde von unseren Oberweltneffen geschickt, um die alte Passagen zu bewachen. Was könnt ihr mir über sie sagen? Man sagt, dass der Seeberdrache einst einen Gefährten hatte. Einen Gefährten, der von uns gefangen genommen wurde, als wir noch die südlichen Gefilde bevölkerten. Wie ich gehört habe, wurde ihrem Gefährten das Herz komplett aus dem Leibe gerissen. Sehr schön. Die Königin der Drow verwendete dieses Herz in einer Zeremonie großer Dunkelheit. Eine Zeremonie, die einen alten, blassen Gott der Oberflächenelfen sehr erzürnte. Welchen weiß ich nicht mehr. Ist das witzig? Oder ist das wichtig? Was steht da jetzt? Ist das wichtig, ja. Als wir durch das Urteil unserer hinterhältigen Neffen unter die Oberfläche getrieben wurden, schloss ihr Gott einen Pakt mit Edelon. Als Gegenleistung für den Schutz der alten Passagen unter die Oberfläche würde er ihr das geben, was sie sich am meisten wünschte. Nachdem sie älter geworden war, konnte Edelon den Gott zu einem beliebigen Zeitpunkt rufen und er würde ihr Kinder gewähren. Eier, die durch die Seele ihrer verlorenen Drachen real werden würden. So ähnlich lautet die Geschichte. Ich selbst gebe nicht viel darauf, aber andererseits würde ich mich niemals an diese alten Passagen wagen, denn die Geschichte über ihre Anwesenheit könnte ja wahr sein. Gibt es irgendwelche neueren Nachrichten? Vielleicht von ihren Eiern? Nun, ich habe gehört, dass die Passagen zur Oberfläche wieder offen sind. Zumindest glauben die Mutteroberin das und versammeln ihre Armeen. Vielleicht ist Edelon auch tot, ich weiß es nicht. Ja, ich ziehe weiter. Wie ihr wollt, Weibchen, zieht weiter. Fragt nun gut. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutteroberin in Frage zu stellen. Ich grüße euch, oh mächtiges Weibchen. Seid für eine Weile unser Gast, wenn ihr es wünscht. Wir erzählen uns hier in unserer kleinen Gruppe gerade Geschichten von alten Heldentaten. Ich bezweifle, dass ihr das Hadrat so für sowas Zeit habt. Habe ich recht? Wenn ihr ein Interesse habt, kann ich euch eine Geschichte erzählen. Meine Hausmutter hat sie mir einmal erzählt. Das heißt, wenn ihr Lust habt. Ja, gerne. Hervorragend. Meine Geschichte beginnt vor langer Zeit, als unser Zeug zum ersten Mal in die Tiefen der dunklen Kavernen hinabstieg. Zu einer Zeit, als unsere Häuser noch nicht aus Stein und Lehm geformt waren. Die Häuser der Tor waren aus Zweigen und schwarzem Gras gebaut. Gras, das so viele ins Unterreich gebracht hatten. Natürlich gab es wenige Häuser, aber die größten gehörten den ersten Matriarchen. Die Matriarchin führte die ersten Horden der Drow an und half ihnen, in feindlichen Ländern zu überleben. Sie war stark, mächtig und gerissen, ein großer Segen für ihre Leute, die sie sehr verehrten. Um ihr Ehre zu erweisen, überfiel die Drow die Heidi-Bohnen und stahl das Lieblingsschwein ihres Königs, um es im Geheim der Matriarchin als Trophäe zu schenken. Man erwartete sie in ihrem prächtigen, aus Grisen erbauten Haus, dann kamen sie und gemäß alter Sitte war ihr die erbeutete Trophäe zu. Doch die Matriarchin hatte gerade erfolgreich
eine Schlankheitskur absolviert, während sich das Beuteschwein mit saftigem Traumgras gemästet hatte. Zum Entsetzen aller brach die Matriarche unter dem Gewicht des Schweins zusammen und wurde von ihm erdrückt. Es ist eine traurige, sehr traurige Geschichte über unsere erste Erlebnisse an diesem dunklen Ort, aber sie bildet auch eine Moral. Kennt ihr die Moral, Weibchen? Wirf nicht mit Schwein. Bo weiß das. Wer im Grashaus sitzt, soll nicht mit Schweinen werfen. Ja, ja, ihr habt es genau erkannt. Schwachkopf, wie könnt ihr es wagen, solche dämliche Lügen über die Vergangenheit unseres Volkes zu verbreiten? Lolf wird euch für solchen Wahnsinn zu einer Ewigkeit von vergiftetem Leid verurteilen. Bah, die Schwindelkönigin hat keinen Sinn für Humor. Allerdings, wer rat anders herum betrachtet. Ihr wagt es? Ich werde euch im Namen der Mutter Drow töten. Da er gehört mir. Keiner hat sich einzumischen. Aha. Ja, der ist jetzt ziemlich tot. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Dieser Gott ist nicht hier nach. Jetzt muss ich diesen Tod in Zofen Lutz erklären. Ha, ein Mieser-Anbeter des Verun hier. Okay. Ihr zwei noch? Sieg der Spinnenkönigin. Seid gegrüßt, liebliches Weibchen. Ich bin Sordrin, Leiter der Kampfgruppe. Unterhaltung für uns alle und die Chance, Lolfs Gunst zu erwerben. Ihr scheint von der harten Sorte zu sein. Wir haben mehrere scheußliche Bestien gefangen, die auf euren Todesstoß warten, wenn ihr euch traut. Ihr seid das Hadrad, ja? Gerade erst angekommen. Ich habe von euch gehört. Hier gibt es viele, die auch gern kämpfen, euch auch gern kämpfen werden, sehen würden, wie sie sagen. Wenn ihr natürlich blass und feig seid, braucht ihr erst gar nicht den Versuch wagen. Die Spielkönigin erkennt nur die Starken. Was genau erwartet uns bei diesem Bogenkampf? Das ist ganz einfach, Weibchen. Ich öffne eine kurze Zeit lang die Tür. Ihr geht rein, ehe ich sie wieder schließe. Wenn ihr drin seid, werde ich die Bestie rauslassen und ihr könnt kämpfen. Wenn ihr gewinnt, kommt ihr raus und kriegt 250 Goldmünzen zur Belohnung und habt die Befriedigung, dass ihr einen glorreichen Kampf geführt habt. Ihr verliert, dann erfreut sich das Sklave an euren Überresten. Ganz einfach. Gegen was für Bestie müsste ich denn kämpfen? Wir greifen unsere Feinde bei kleinen Gefechten in... den Tunneln auf, Weibchen. Heidämonen, Sauger, Augentyran. Ich denke, setze ich davon ab, wer am längsten überlebt. Na gut, ich kämpfe in eurer Gruppe. Das ist erfreulich, dass solche Energie in euch steckt, Weibchen. Zuerst tretet ihr gegen einen Erdkoloss an, eine Kreatur von nicht unerträglicher Größe. Sie ist wütend. Ich werde jetzt das Tor für euch öffnen. Geht schnell hinein. Wenn ihr überlebt, kommt und sprecht mit mir wegen der Belohnung, sobald ihr fertig seid. Geht jetzt. Ich war schon erledigt. Ja. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ja, öffnet das Tor nochmal. Oh, einer ist draußen geblieben. Ich warte, wenn ihr es wollt. Spürt die Macht der Gerechtigkeit! Ja, aber gerne. Ich bin schon unterwegs. Kann das mal abklingen? Habt ihr einem Jawohl, wie ihr wünscht. Ja, natürlich. Okay, das war der Erdkoloss. Ah, darum gehört euch, Weibchen. Ich bin sicher, die Königin des Todesnetz Gruben lächelt auf euch. Ein Erdkoloss ist kein schwacher Gegner. Hier ist die Belohnung. Und jetzt, falls ihr weiter in euren Helmut sein möchtet, erwartet noch ein anderes Gehalt darauf, durch eure Hand sein Blut zu verlieren, Weibchen. Ein schrecklicher Nabas von den unteren Ebenen, der von den Zuffen Wolfs, weil er einer Mutter Umberin in die Quere kam, gefangen und zum Kampf in die Gruben geschickt wurde. Was meint ihr dazu? Jetzt noch nicht ein anderes Mal. Wie ihr wollt, Weibchen. Die Besucher sind schon von euren Fähigkeiten beeindruckt. Wir freuen uns auf eure nächste Vorstellung. Jetzt kann ich speichern. Na komm. Sieg der Spinnenkönigin. Ja, öffnet das Tor. Kommt diesmal alle rein. Ja. Der ging schnell down.
Und es gibt auch schöne Erfahrungspunkte. Nur ein toter Oberweltler ist ein guter Oberweltler. Ihr habt den aber so geschlagen, meine Verehrung, Weibchen. Wir haben durch eure Scharmütze gut. Wir wurden durch eure Scharmütze gut unterhalten. Hier sind 500 Goldmünzen. Fragt ihr es noch einmal? Es befindet sich ein Prinz unter den Heidämonen. Man nennt sie Saugin. Er ist stark und wurde während eines Überfalls auf die Stadt mit vielen Möwen gefangen genommen. Dieser eine ist ein starker Kämpfer, aber das seht ihr auch. Vielleicht werdet ihr siegen, wo andere versagt haben. Was meint ihr? Na gut, öffnet die Tore.